Herzlich willkommen zurück zu Rome 2 Total War. Hannibal vor den Toren, hier ist wieder Fabi. Und wir stehen jetzt hier mit der Armee von Mago Barkas vor Olisipo. Genau, Olisipo nennt sich diese Stadt. Die gehört den Lusitanern. Und Ich die würde ich jetzt erwarte gerne euer einnehmen. Befehle. Dafür holen wir uns noch ein paar Söldner. Also ich möchte jetzt nicht direkt die Stadt einnehmen, sondern ich glaube, die Armee ist jetzt voll, oder? Ja. Kostet uns 1700. Eieieiei. Brauche ich so viel? Was waren das? Iberische Söldnerschleuderer. Ich glaube, da braucht man nicht so viele von denen. Ich möchte jetzt auch nicht die Stadt direkt angreifen, sondern diese Armee, die vor der Stadt steht, und möchte die nacheinander so schön aufreiben. Deswegen überlege ich gerade, ob ich nicht auch so eine Einheit noch rauswerfe und dafür so ein Scutarii mitnehmen. Die sind nämlich wesentlich besser eigentlich als die Iberer. Rüstung 50, Nahkampf. Ja. Ich meine, Plänker haben wir eigentlich so genug. Aber nachdem die so wenig können, nehmen wir lieber so eine Einheit noch mit. Ich glaube, die bringt uns mehr als die hier. Und ich werde trotzdem noch einen Schleuderer mitnehmen. So. Wir haben uns jetzt erstmal mit den Söldnern aufgepumpt. Und jetzt würde ich sagen, dass wir uns diese Armee hier krallen. Die Hörner des Neto. Aha, das ist ein Hinterhalt, da er im Gewaltmarsch war. Was hat er denn drin? Lusitanische Speerkämpfer. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Wir spielen das natürlich wieder selbst. Die Gefahr, unsere Elefanten und unsere Ballisten zu verlieren, ist in dem Fall dann einfach viel zu groß. Mal gucken, wie wir ihn am besten überraschen. Ach, er hat auch Söldner dabei. Es gab jetzt auch einen neuen Patch für Rome 2 Total War, den ich jetzt auch drauf habe. Das ist die Version 1.13 inzwischen. Und ich habe das Gefühl, die Performance ist wieder ein bisschen schlechter geworden. Also meine Grafikkarte ist ständig am Überdrehen, seitdem dieser neue Patch jetzt bei mir drauf ist. Das verstehen wir. Und ja, ob das so toll ist, ist die Frage. Obwohl, mach mal anders. Ihr kommt von hinten, denn ja genau, hier stehen die ganzen Schleuderer. Dann schick mal die Kavallerie von hinten da rein ans Heer. Weil vorne stehen die ganzen Nahkämpfer. Genau, da stehen die Nahkämpfer. Dann nehmen wir hier unsere Nahkampfinfanterie und hetzen die dann von hier drauf. Und die Elefanten stellen wir mal hier auf als eine Reihe. Und die Ballisten, die stellen wir gar nicht auf, sondern die schicken wir dann gleich wieder weg. Die brauche ich hier nicht. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben die Verst Und machen gleich Pause, denn jetzt muss ich erstmal meine Angriffsbefehle setzen.
So, also wer krallt sich jetzt wen? Ihr stürmt hier auf die Infanterie von denen. Meine Elefanten. Kümmern sich natürlich um den, natürlich Nahkampfmodus, um den General. Der hat keine Chance gegen die Elefanten. Und die Kavallerie lassen wir in die Schleuderer reinholzen. Was lassen wir jetzt die hier machen? Ich glaube, ihr seid eh außerhalb vom Range. Ihr geht auf die hier. Ja, auf die und die hier haben ja schon Range, okay. Dann machen wir mal weiter. So, da gehen die ersten Salven von den Schleuderern nieder. Oh, der will meine Plänker cachen. Plänker, bitte. Plänkel-Modus. Dafür seid ihr Plänker. Und ihr lasst euch bitte nicht von Unser denen General hier wird stellen. angegriffen. Schnelle Reiter! So, der General ist auch schon am Wanken von denen. So, wo ist unser General? Der muss Die jetzt hier mal helfen. Elefanten! Wo ist unsere Kavallerie? Bitte den hier holen. Okay, eine Einheit reicht dafür. Ihr verfolgt die hier. Das ist schon heftig. Die geben auf, okay. Ich will bitte fortfahren. Holt euch bitte den Trupp. So, rennt hier jetzt noch irgendwo was? Ja, hier rennt noch ganz viel. Ah ja, die Elefanten trampeln die schon platt. Ja, sieht ja nicht schlecht aus. Also, der erste Schritt ist schon mal gemacht. Wir haben es gut wie keine Verluste, wenn ich jetzt hier so durchgucke. Gering. So habe ich das gern. Ich denke, das reicht, was das Verfolgen angeht. Da haben 31 jetzt. Nee, Quatsch. Haben aber doch ziemlich viele überlebt, vor allem von den Schleuderern. Das wundert mich jetzt. So, jetzt müssen wir mal gucken, was ist jetzt hier drin? Sehe ich nicht. Ist blöd. 10 Einheiten Garnison. Eine Flotte steht auch noch vor der Stadt. Gepriesen sei Ich Balhamon. würde sagen, wir wagen einfach mal den Angriff. Könnte natürlich gewaltig nach hinten losgehen. Gut, die können nichts hier in der Garnison. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Eigentlich müssten wir es hinkriegen. So, jetzt muss man bloß mal gucken, von wo wir am besten angreifen. Ich denke, hier hinten sollte nicht allzu schlecht sein, wenn ich jetzt die Stadt so angucke.
was das für eine ist. Also das wäre von hier sozusagen. Ja, wir gehen mal in Aufstellung starten. Andererseits hätten wir halt von hier nur einen Turm bis zum Siegpunkt. Ist eigentlich auch nicht so verkehrt. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Wir stellen erstmal die Leitern auf die Seite. Die brauchen wir nämlich nicht. Dafür haben wir unsere Ballisten dabei. Die mal schön hier hinstellen. Huch. An den Bildschirmrand gekommen. So, hier hin. Für die Ballisten. Feuer frei, schalt mal ab. Und wir machen brennendes Geschoss. Schadenbonus gegen Gebäude, das ist gut. So, das sind die Plänker, die nix können. Ups. Die fehlen noch hier. So. Die stellen sich mal hier hin. Das sind die Plänker, die ein bisschen was auf dem Kasten haben. Und die Infanterie. Halt, die gehören nicht dazu. Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl. Die Kampfgruppe wartet auf euren Befehl. Wir greifen gemeinsam an. So, die Elefanten noch mit darüber. Und wo ist unsere Kavallerie? Da hinten. Ja, die Kavallerie lassen wir mal bei den Ballisten stehen, falls der doch auf dumme Gedanken kommt, der Gegner hier. Dann legen wir mal los und gucken erstmal, was der General sagt. Ihre Mauern mögen hoch. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Aber kein Ort ist uneinnehmbar. Wir werden die Mauern erklimmen und Barrikaden einreißen. Und wer Widerstand leistet, wird getötet oder versklavt. Also leistet besser keinen Widerstand. Feldartillerie! Was machen wir zuerst? Du schießt hier auf die Vormauer. Und ihr schießt auf den Turm. Damit wir hier einen schönen freien Weg in die Stadt haben. Oh Gott, schießen die daneben. Ich glaube, ich muss doch auf die Standardgeschosse wechseln, bevor mir die Munition ausgeht. Hier wieder kein einziger Treffer. Nehmt die Standardgeschosse. Die Mauer treffen sie ja, aber so ein Turm, da schießen sie dann mehr vorbei, als sie treffen. Und so ein Turm geht ja auch mit den normalen Geschossen ziemlich schnell kaputt. Obwohl sie wieder kein einziges Mal getroffen haben, gerade eben. Was machen die denn? Gut, die Mauer haben wir gleich durchbrochen. Boom. Oh, da sind viele gestorben dabei. Der hat gesessen. So, du schießt jetzt mal weiter auf die mit den... Aber diesmal mit den Explodierenden. Schöne Treffer sind da dabei. Schöne Treffer. So, ihr schießt weiter, während die Infanterie vorrückt. Und die Schrottplänker gehen auch gleich mit vor. Die anderen Plänker halten wir hier mal dahinter. Wir stellen euch auf brennende Geschosse. Das sind natürlich schöne Treffer, die jetzt hier landen.
So. Sieht, glaube ich, nicht schlecht aus für uns. Hier ist ganz schlecht verteidigt an der Stelle. Es müsste auch genau aufgehen, dass den Ballisten die Munition ausgeht, wenn wir ankommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, unsere Schleuderer feuern. So, wir stürmen die Stadt. So, ihr müsst hier jetzt mit rein. Was sind das hier für Steinschleuderer? Was haben die denn da verloren? So, wir gehen jetzt aber nicht hier lang, sondern wir gehen direkt zum Dorfplatz. Haltet an. Hier lang, bitte. So, seid ihr jetzt soweit? Söldner bitte. Hier vor. So. Irgendwie ist gerade draußen irgendwie Action. Keine Ahnung, was da los ist. Eine Riesenschreierei im Gang. Was ist denn hier? Oh, die beschießen meine Petasten. Das kommt davon, wenn man aus dem Fenster guckt, immer nebenbei. Rein da, aber zackig. Und die Elefanten gehen jetzt auch mal mit. Könnte es sein, dass ich die... Ups! Da kommt Verstärkung. Wir müssen die niedermachen. Wer wankt? Wer wankt zum Teufel? Zurück, Krieger! Zurück! Scheiße, die cashen gerade meine Schleuderer, oder? Ja. Die haben jetzt gerade meine Schleuderer erwischt, die Arschis. Nahkampfmodus. Die einzigen, die da ein bisschen eine Chance haben, sind die Petasten. Scheiße, sind das viele. So, die Veteranen-Schildkrieger sind auffällig. Holt ihr euch die jetzt bitte? Die halten aber wacker Stand. Was ist hier los? Die kämpfen auch gerade gegen argen Widerstand. Eigentlich bräuchte ich meine Elefanten da hinten, damit die Einheiten einschüchtern, aber die kämpfen hier gerade gegen die Schildkrieger. Kavallerie muss jetzt mit rein hier. Anders geht's nicht. Die Palisten können schon mal gehen. Sie hat extrem viele Einheiten, die halt extrem wenig können. Das ist das Problem. Aber die halten... Oh, meine Elefanten sterben gerade. Der fokust mich mit Brandgeschossen. Wir sind zielsicher. Kavallerie. Nein. Na komm, Kavallerie erwartet Befehle. Bevor meine Elefanten wechseln, ab nach da hinten. Wo ist meine Kaff? Ich brauch sie. Sonst haben wir hier ein Problem. Wir erwarten eure Befehle. Gut, die
Stammeskrieger können eh nichts. Die fallen wie sonst was gegen meine karthagische Kavallerie. Komm, ihr müsst da hinter. Nicht da rumstehen. Gut, das geht jetzt irgendwie nicht ohne Verluste. Das ist scheiße. So, da hier stehen noch ein paar Schleuderer rum. Eigentlich wäre jetzt auch der Part zu Ende, aber ich muss wegen der Schlacht mal wieder überziehen. So, ihr geht jetzt damit rein in den Kampf. Und sorgt dafür, dass die brechen hier. Ihr stellt euch hier hin, wir müssen das Tor einnehmen. Was habe ich denn jetzt hier noch stehen? Hunger nach Blut und Kampf verstanden. Wo sind die Elefanten? Wir brauchen sie. Ihr seht sie auch schon. Die sind gleich am Wanken, nur weil sie die Elefanten sehen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, das war schon wieder mein Handy. Was mache ich jetzt mit der Kavallerie, bevor die niedergemetzelt wird? Ah ne, ihr müsst hier weiter auf den General, passt schon. Und ihr müsst euch hier den Rest holen. Und die Kavalleristen... Ihr holt euch die da hinten. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ihr geht hier mit drauf. Stand die überhaupt mal gegen unsere Gunsten? Aber naja, gut. Er kann hier mit seinen Adligen auch nichts gegen die Elefanten ausrichten. Aber wir haben einige Verluste dabei. Das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Ja, da ist schon wieder ein Elefant gestorben. Oh, noch einer. Jetzt wird es langsam kritisch. Hol durch seine Steinschleuderer. Scheiße, die Kavallerie werden wir verlieren. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Was ist denn jetzt hier kaputt? Kämpft ihr bitte weiter gegen den General? Wo ist denn jetzt unsere letzte Kavallerie, die wir noch haben? Puh. Das waren jetzt echt extreme Verluste in der Schlacht. 611 Mann. Boah. Und was mich wundert, ist, dass unsere Kavallerie trotzdem mehr Kills hatte als unsere Elefanten. Ja gut, ich habe die Kavallerie extrem offensiv eingesetzt und habe dadurch auch eine verloren. Im Endeffekt bleiben ihm nur seine Flotten erhalten, okay. Ich erwarte weitere Befehle. Okay, wir haben die Stadt besetzt. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Das war jetzt aber echt ein Entschuldigung, ein heftiges Gefecht. Ja, Verstärkungsgrad ist gut. Die braucht man nämlich gerade nach dieser Schlacht. Und ja. Zu euren Diensten. Ich überlege gerade, ob wir zumindest. Ja, gut, zu teuer sind sie nicht im Unterhalt. Die hier können noch ein Update kriegen. Achso, die besseren Pferde, ja, das ist natürlich gut. Kann ich hier was rekrutieren? Nee, leider noch nicht. Aber ich muss hier wahrscheinlich komplett umbauen. Das wird sehr teuer. Ja, gut. Aber das müssen wir dann im nächsten Part machen, Leute. Das wird sonst zu lang hier, die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.